Weiter geht es mit Ishikawas Suche nach Tomoe. Gebet Ishikawas zu Tomoes Lager, da wo sie noch weitere Mongolen ausbildet. Und damit geht es heute weiter mit Ghost of Tsushima. Hier in der, ja, Röte der Sonne. Moin moin und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe den großen Riesen-Samurai-Helm erstmal wieder abgelegt. Erstens, Kopfbedeckung geben in dem Spiel ja eh keinen Bonus. Das ist nur optisch. Wichtig ist, dass man die Rüstung trägt. Aber der Helm war mir einfach ein bisschen zu viel. Das ist einfach too much für mich. Also, so mit Mundtuch, Mundschutz, Mund- und Nasenschutz. Und dann das Sternband gefällt mir besser. Also, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Und hier ist der Sensei. Jetzt reiten wir weiter in die Sonne. Mann, sieht das gut aus. Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Aha. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Tja. Es ärgert mich. Es ärgert ihn. Vielleicht hat er wir ja sind auch fast die... da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Einen Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Oder schleichen und meucheln. Einmal stechen. Und das war's. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ja, okay. So, vielleicht hat er ja die Dunkelheit in Tomoe erst hervorgerufen. Wer weiß. Ich würde trotzdem gerne mal mit ihr reden und ihre Seite... Ich gehe hier lang, Sakai. Ja, ich weiß, aber da war ein Busch. Da war ein Bambus. Ich höre sie. Also ich würde ihre Seite schon gerne mal hören, die von Tomoe, mal ein Gespräch mit ihr führen. Ist bestimmt interessant. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Und Leute gehängt. Ach, guck mal, ach, die schießen auf die Leute, die da hängen. Ja. Okay. Ah, ich soll da hinhocken. Spähen wir. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Eine Mischform. Hybridschützen. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann ja. Suchen wir sie. Sobald okay. Er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Ah, ich darf selber. Oh, das ist ja. Das ist noch endlich mal besser, ey. Erreiche das Missionsgebiet. Da vorne. Ja, ich kann aber, wenn ich hier unten hingehe, kann ich die locker schon drei Leute wegmeucheln. Ist doch viel, viel geiler. Ah, bin ich drin im Missionsgebiet. Jetzt hören die auf zu schießen? Ah, nee. Aber jetzt stehen sie noch besser zusammen. Perfekt. Guten Tag! Vierfach-Attentat, wenn das mal nicht geil war. Und der Sensei hält mir den Rücken frei, aber... Der lebt noch. Alter. Das Ausweichen ist heute aber auch nicht so das Beste. Wo ist der denn hingerollt? Bleibst du mal da? So. Wo sind die anderen denn? Sensei, was machst du denn da oben? Muss ich dir wieder den Arsch retten? Ich habe mich im Burkaneda nicht getäuscht. Ihr Aha. werdet besser. Ja, du Tomoe nicht. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher. Sehen wir uns um. Du wirst nicht besser, alter Mann. Du wirst schlechter. Und älter. Okay, hier haben wir Befehle oder sowas. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Okay. Sie bauen noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Okay, haben wir also neue Ziele. Und weitere Lager ausschalten.
Noch mehr. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Okay. Was steht darin? Großkhan, Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Oh. Tomoe war hier. Was war denn nette Nachricht? Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Oh doch, das werde ich noch ein paar Mal machen. Hinterfragt wird, was hinterfragt werden muss. Es ist in den Gesprächen eigentlich auch echt angenehmer, wenn er diesen riesen Helm nicht mehr aufhat, ne? Aber diese Schulterschützer sind natürlich in den Gesprächen auch lästig, wenn du dann dich hindrehen willst zu deinem Partner und du musst du erstmal so über diese Schulterplatte überweg gucken. Okay, mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Toll, kannst du behalten. So, was haben wir denn hier noch? Geschichte. Achso, da geht's weiter natürlich, ne? Der Schrecken von Ozuna. Oh, zweimal für ihn. Ach, das sind gleich 6 von 9 und 7 von 9. Gar nicht mehr so viel, ne? Sind wir fast bei 9 angekommen. Aber wir machen natürlich die Reihenfolge. Also wir fangen dann natürlich jetzt... Das war ja 5 jetzt. Machen wir nicht mit 7 weiter, sondern mit 6. Geschichte aktualisiert. Okay. Gibt's hier noch was sonst zu looten bei den ganzen... hier im Lager? Kann ich die Leute abschneiden? Nö. Nö. Hier könnte aber noch was sein. Da ist eine Kiste. Ist eine Kiste? Kiste? Nee. Nur eine Sitzgelegenheit wahrscheinlich. Naja. Eibenholz. Okay. So, das war dann das. Na guck mal, es geht auch erst hier oben dann weiter. Da. 6 von 9. Da ist dann auch Yuna. 7. Ah nee, das ist Masako. 7 von 9. Warte, aber von Masako hat, glaube ich, irgendwie, ist, glaube ich, hier vorher 6, oder? Ja, da muss ich zuerst hin. Und hier muss ich dann 7, nee, da, bei ihm muss ich zuerst dahin. Oh, die Reihenfolge unbedingt einhalten, ne? Muss man drauf achten. Yuna ist hier mit 1 von 4, die Geschichte von Yuna. Also von ihr hatten wir ja unten keine Geschichte, nur so ein paar Quests. So, jetzt habe ich hier noch einen Heiko gefunden und hier einen Schrein. Und natürlich hier noch den Schrein, wo ich eben mit dem Sensei vorbeigeritten bin. Ich glaube, ich werde jetzt den hier holen. Und dann könnten wir hier eigentlich schon den zweiten Teil des Kriegsmönches auch machen. Oder das Lager hier mitnehmen. Wobei, das ist ja wieder nur Kämpfen. Den Schrein, da will ich jetzt hin. So. Vielleicht auch dann gleich den anderen Schrein holen. Einfach so, um ein paar Talisman zu sammeln. Der Vogel hier mal wieder. Ja, ja, ich weiß. Ich bin hier wegen... Nee, warte. Der will mir gar nicht den Schrein zeigen, der Vogel. Och, Mann. Planänderung mal wieder. Vogel. Der kommt einem immer in die Quere. Immer, wenn man irgendwas vorhat, kommt so ein Vogel. Ach, das sieht nach einem zweiten Duell aus. Oder? Duell im See? Nee, Quatsch. Das ist gar kein Mensch, der da steht. Das ist eine Figur. Das ist so ein... Ja, ich dachte, da steht einer im Wasser. Das ist eine Statue. Wieder so eine Oni-Statue oder... Ach, der Helm gibt's da. Den gibt's da von dem. Okay. Wieder mal ein Kleidungsstück. Waldgeist-Strohhut. Für jene, die durch die einsamen Wälder des Sumpfes Tsushimas streifen. Also doch wirklich ein Oni-Helm. So. Das ist das Ding. Natürlich auch nichts Besonderes drauf. Dankeschön. Jetzt kann ich zum Schrein. Schrein bei Nacht. Auch schade.
Aber gut, dafür hatten wir mit Meister Ishikawa richtig schön den, ja, die Sonneneinstrahlung da. So, wo geht's denn hier los bei dem Schrein? Den Text habe ich ja schon gelesen in der letzten Folge. Okay. Guck mal, der Weg ist gar nicht weit, wenn man da hochguckt. Das ist gleich da vorne. Ich muss nur gucken, wo man jetzt hier anfängt zu klettern. Da ist auf jeden Fall eine Position. Also da über mir, da kann man den Pfeil, den Haken dran machen. Von der Seite aus. Na, gehen wir mal hier lang. Ja, hier geht's los. Okay, wo lang? Also da vorne kann man noch klettern und so, ne? Dann denke ich mal hier auf den kleinen Vorsprung rauf. Nee, geht gar nicht. Ich muss über die Mauer rüber. Also einfach hier erstmal ins Gelände rein. Blumen. Okay. Ah, noch eine Blume. Aber klettern ist auf hier, auf der Seite. Kurz mal hier bis zum Ende laufen. Nö, keine Blumen mehr. Zu dem Baum komme ich so nicht. Aha, hier weiter. Das ist aber ganz schön verzweigt hier. Da oben ist eine Blume. Also hier hoch. Denkst du immer, oh, da oben ist ja gleich der Schrein. Es geht ja schnell. Nö. Die bauen da schon nette Umwege rein. Jetzt da lang. Okay. Ja, jetzt sind wir doch schon da. Das ging ja doch schneller als gedacht. Ich hole mir noch schnell die Blume. Ah, da. Das ist gar keine Blume. Aber es ist Ligusterholz, das Gute. Da ist eine Blume. Ich kann doch hier wieder hoch, hoffe ich, ne? Oder? Ja. Wäre ärgerlich, wenn ich den ganzen Weg wieder neu gehen müsste. Kurzer Schrein. Kurz und knackig. Oh, sieht aber auch schön aus hier gerade mit dem Mondlicht, oder? Auch nachts kann das Spiel noch wunderschön sein. Kaltes Mondlicht. Ach, mag ich. Talisman von Izanami. Talisman des Kamis von Leben und Tod. Er ist ein goldener Talisman, also ein guter eigentlich. Eiserner Wille belebt dich jetzt mit 50% deiner maximalen Gesundheit wieder. Ah, die Fähigkeit habe ich nicht mehr gelernt. Also, das brauche ich aber auch wirklich nicht. Nee. Schade. Schade. Keine gute Belohnung. Okay, aber den Schrein haben wir fertig. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch zum anderen komme. Abgeschlossen. Hier in der Gegend ist halt nichts mehr. Der andere Schrein war hier. Da. Scharlachfels-Schrein. Allein schon vom Namen auch ganz nett. Aber ich hole mir das Heiko hier noch. Da gibt es Sternband der Beharrlichkeit. Mal wieder schön Dreisatz schreiben. Da denkt man immer an Mathe. Aber hier ist es Poesie. Das ist ein Gedicht. Rot. Was für schöne Pflanzen. Das ist immer eine Gegend hier. Krass. Aber warte mal, da hinten ist Gewitter. Ich mache erstmal schönes Wetter und dann schreiben wir den Text. Es schreibt sich besser, wenn es nicht donnert. Dann kommt die Sonne auch ein bisschen hier raus bei dem Blühen. Bei der Optik hier, ey. Ja, die ist halt hinterm Hügel halt, ne? Ist dann ein Bild? Hör auf zu donnern. Ah, guck mal, da kommt die Sonne über den Hügel. Nice. Okay.
Ist es wieder dunkel geworden gerade? Jetzt, wo ich mich hingesetzt habe gerade. Mann, ich hätte das gerne mit Sonne gesehen. Ein Spiegel des Ichs. Das Wasser. Wasseroberfläche. Die Verbündeten. Laternen des Nachts. Die Sterne. Ich will mal gerade die Verbündeten, weil die mir so bei der Burgeroberung sehr gut geholfen haben. Man muss ja auch mal die Hilfe der anderen ein wenig anerkennen. Angst, was darunter lauert. Die Wunden werden tiefer. Meer aus Rot, Wiedergeburt. Auch die Verbündeten haben leider die ein oder andere Wunder davongetragen. Beschützt vor dem Hass. Bewacht von Weisheit. Steten Sieg gelehrt, ja. Die Verbündeten. Die Wunden werden tiefer. Steten Sieg gelehrt. Ich glaube, das gehört hier so mit der Nacht bei diesem. Weil eben gerade mit dieser Kameraeinstellung, dass der Mond da so ist, ich glaube, deswegen ist es gerade dunkel geworden. Konnte ich, glaube ich, nicht beeinflussen, dass die Tageszeit. Sternband der Beharrlichkeit. Was ist denn da drauf? Ein Frosch. ein Frosch. Super. Und da drüben beginnt der Schrein. Der neue. Ja, es ist wieder tiefste Nacht. Ab und zu wechselt das Spiel einfach mal automatisch einfach mal nachts, wenn es der Meinung ist, jetzt will es Nacht haben. Ein Vogel? Nee. Ich höre aber einen Fuchs. Glaube ich. Da an dem Baum könnte ein Fuchs sein. Oder irgendwo in die Richtung. Ein Fuchsbau. Erstmal den Schrein hier nehmen. Also den Text habe ich eben gelesen. Was haben wir denn hier? Ah, wieder mal ein Baum zum Schwingen. Aber das kann ich von hier aus starten, glaube ich. Jo, das geht. Da hinten ist es. Sieht so auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Schrein, den ich eben gemacht habe. Was aber, denke ich, hier an diese Sumpfgegend liegt. Okay. Na, die roten Blumen sind aber schön gemacht. So. Seitwärts springen mit Haken, okay. So, da unten ist noch eine Blume zum Holen. Aber wenn ich da runtergehe. Na, ich lasse die erstmal da. Ich habe 146 Blumen. Ist jetzt nicht so. Ah, habt ihr gerade gesehen? Da ist ein Fragezeichen aufgetaucht. Das ist der Fuchs, den ich gehört habe. Der Fuchs. Okay. Die Blume lasse ich erstmal da. Ich habe keine Lust, gerade wieder runter zu klettern und wieder hoch. Bin ich knapp mit Blumen. Geht noch. Findet man ja hier auch an jeder Ecke. Da, okay. Da ist noch eine Blume unten. Ich will zum Schrein. Ui. Perfekt. Wenn man da ein Stück zu weit springt, ey, bist du echt am Arsch. Muss ich nicht so weit. Okay. Könnte der letzte Schwung sein? Ja. Nein. Was war das denn? Ist denn nicht mal richtig abgehoben? Fast so, als ob ich gegen eine Wand geflogen wäre. Super, wie komme ich jetzt wieder hoch?
Wo kann ich starten? Hier, okay. So. Okay, der war scheiße geschwungen. Das war schief. Das war voll schief. Mann, Jin, konzentrier dich. Kriegst heute Abend keinen Reisball mehr. So, jetzt dich zur Sicherheitshalber erstmal nochmal einen extra Schwung mitnehmen. So, sollte ich hier vielleicht auch mal machen. War doch nicht so schwer. Noch mehr Holz. Ligusterholz. So, habe ich mir die Blumen wenigstens geholt. Und wieder zurück. Vorräte liegen da oben noch, okay. Habe ich. Noch mehr? Nö. Zwei Schreine heute bei Nacht. Den nächsten sollte ich auch mal wieder bei Sonnenlicht machen. Aber der war schon wieder ein bisschen länger als der davor. Oh, cooles Zeichen. Talisman des Mondkamis. Ermordete Gegner lassen zusätzlich Munition und Vorräte fallen. Naja. Ich meine, man hat in diesem Spiel wirklich gar keine Probleme, irgendwie Vorräte zu finden. Da hast du echt genug von. So, das war ist der Eingang des Schreins. Jetzt kann ich mich nochmal um den Fuchs kümmern, weil das ist da gleich hier vorne. Ich glaube, das ist der letzte Fuchs und dann kriege ich ein neues Update für mein Dingens. Guck mal, 80 Meter. Das ist wirklich der Baum da vorne, der mit den Glühwürmchen. Feld der roten Spinnenlilien. Das ist auch mal ein Name für die Gegend hier, oder? Ich hoffe, wir sind keine Spinnen. Lilien, ja, keine Spinnen. Fuchsbau. Oh, da sind Gegner. Da vorne. Erstmal den Fuchs. Wo will er jetzt hin? Nein, das, was ihr gehört habt, war ein Fuchs. Hier ist niemand. Na, vielleicht da bei dem Felsen? Da könnte ein Fuchsschrein sein, oder? Da, wo das Feuer lodert. Ja, ich glaube, da geht's auch hin. Ich habe dich durchschaut. Schön gleich schon Feuer angemacht. Ah, da. Ah, hier im Busch. Cool. Schönes Versteck. Danke, Fuchs. Du hast Folgendes erhalten. Talisman der Stille. Wir haben neuen gekriegt. Okay. Talisman der Stille. Tarn-Talisman. Ich dachte, der andere wird aufgewertet, den ich schon vorher hatte. Reduziert Gisch der Feinderkennung um 15%. Reduziert Geschwindigkeit der Feinderkennung um 15%. Niedere Erhöhung des Entschlossenheitsgewinn. Verehre zusätzliche Inari-Schreine, um die Effektivität dieses Talismans dauerhaft zu erhöhen. Na, ich will ja aber die Effektivität dauerhaft erhöhen von denen, den ich hier habe, nämlich den hier. Oder, nee, den. Gegner zu töten? Nee. Irgendeinen wollte ich verbessern. Paraden, perfekte Paraden und perfektes Ausweichen sind leichter auszuführen. Irgendwas habe ich doch noch einen, der so beides hat. Talisman der Macht Inaris. Niedere Erhöhung der Gesundheit und des Nahkampfschadens. Der war es, genau. Den wollte ich noch verbessern. Ich muss hier raus. Ah, der will seine Belohnung wieder haben. Wärme dich noch an diesem Feuer.
Und jetzt zieh Leine. Jetzt wird es endlich mal wieder hell. Hier bei den Spinnenlilien. So, was gibt's denn hier in der Nähe noch? Ein Fragezeichen. In die Richtung 180 Meter. Hat man wieder voll die Erkundung hier, aber muss auch mal sein. Immerhin ist die ganze Gegend hier noch neu, ne? Was ist das Dorf da vorne? Ja, könnte eine Quest oder so sein. Oder wieder ein Lager der Überlebenden. Gasthaus Mooslicht, Mongolengebiet. Du wirst sterben. Zeit, das zu beenden. Die reden ja. Das sind Strohhüte. Na, wer will als nächstes? Okay. Okay, die sind auch nicht zu unterschätzen hier, ey. Also, wir können immer noch weitere Strohhüte hier antreffen. Was stand da? Was verfügbar? Kann ich etwa Gosakus Rüstung aufs Maximum aufwerten? Und den Ort hier natürlich auch noch. Kleidung. Verbesserung. Oh ja, ich kann die auf Maximum machen, die Gosakus Rüstung. Das Töten eines taumelnden Gegners stellt 20% der Gesundheit wieder her dann. Okay. So, jetzt wird das Spiel wieder schön. Noch schöner. Ist ja immer schön. Führt mich jetzt zu dem Schrein, den ich schon kenne, ne? Aber das Gasthaus kann man befreien. Bringe Gegner von oben um, ohne gesehen zu werden. Wieder mal 3. Oh, die haben Hunde. Hast es, wenn die Hunde haben. Ja, ja, dein Hund ist tot. Ich hab's gehört. Schrei nicht so. Noch ein Strohhut? Die haben auch Strohhüte wieder dabei. Ah, bitte Bogenschütze da vorne. Der hat einen Helm auf. Kriege ich nur mit meinem langen Bogen. Ah. Er ist nah. Er darf nicht entkommen. Hanun, Beachboss. Nur kurz weg. Ich wollte noch Gegner von oben töten. Wenn ich sie hier abschütteln könnte, könnte ich von der Seite da über den Baumstamm und dann aufs Dach. Oder da über die Bäume. Das würde auch gehen. Ich sehe gerade viele Möglichkeiten. Oh, da kommt eine Patrouille. Die Möglichkeit sehe ich auch. Okay, sie drehen um, Gott sei Dank. Die blöden Bogenschützen, die sehen mich natürlich noch. Hey. Er darf nicht ausweichen. Ah, wieso kommt er da nicht rauf? Irgendwie falle ich da immer wieder runter. Na, jetzt sind sie alle hier. Jetzt kann ich auch platt machen. Alter! Puh, die Strohhüte gehen ja ab, ey.
Und der Hund auch noch dabei. Na, wer will? Traut euch. Keiner. Keiner macht den letzten Schlag. Super, lasst mich verbluten. Guck mal, die schönen Blümchen. Okay, aber jetzt kenne ich das Gebiet. Ich gehe nochmal hinten auf die Rückseite. Und dann versuche ich da aufs Dach zu kommen. Und von oben aus, oder ich gehe darum, irgendwie aufs Dach rauf schwingen. Und dann töte ich drei Leute von oben, ohne gesehen zu werden. Dann geht das auch besser. Aber wir wissen jetzt hier, die Strohhüte darf man im Kampf auch nicht unterschätzen. Die sind auf jeden Fall gefährlicher als normale Fußsoldaten. Nicht schlecht. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen. Wir haben ein bisschen erkundet, Schreine gemacht und so weiter. War eigentlich ganz cool. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir hier in dieses kleine Dörfchen nochmal befreien. Und dann danach geht es dann weiter mit einer weiteren Quest. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.